Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fortnite Rettet die Welt. Ja, wir müssen jetzt das Atlas-Ziel suchen. Also wir töten erstmal hier die Höllen in dem Haus. Vielleicht gibt es ja hier in dem Haus auch eine Kiste. Mal sehen. Oh, hallo. Und da war er auch wieder weg. Der kleine Fratz. So, wir durchsuchen mal hier dieses Ding. Okay, Speck. Ja, Speck kann ich auch ganz gut gebrauchen. Für diese eine Energiemunition. So, waren unsere Teammates schon auf der Karte? Okay. Dann kann das eigentlich so gut wie nur auf der rechten Seite noch sein. Das Atlas-Ziel. So, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen faserige Kräuter sammeln. Davon brauche ich nämlich wieder ein bisschen mehr. Die müssen wir jetzt in der Folge erstmal so ein bisschen sammeln. Nebenbei schauen wir auch mal nach ein paar Höhlen. Vielleicht gibt es da Malachit. Wäre ganz gut. Auch wenn ich eigentlich erstmal genügend Malachit noch habe. Ja, fast 300. Und das andere Zeug habe ich auch eigentlich recht gut, zum Beispiel hier Schattensplitter. So. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch das Blockbuster-Event zu Ende machen muss. Oder ob ich damit schon fertig bin. So, was bekommen wir hier? Roherz. Ja, super. Das brauche ich eigentlich nicht. So, zack, zack, zack. Und platzieren und aktivieren. Sehr gut. Wo ist der Überlebende? Ach ja. Ey, bleib stehen. Geschafft. Ich wünschte, ich könnte. Lass uns von hier verschwinden. Ich kann nicht. Hallo, geh weg. Ich will meine Belohnung. Da bleibt er einfach dort im Wege stehen. Eiskalt. Der dachte wohl auch so, er ist der krasse Motherfucker. Nein, eigentlich dachte er, er wäre der krasse Typ von nebenan. Ja, das dachte der hier auch. Bevor er weggeschossen worden ist von mir. Wie ich einfach diese Waffe liebe. Drachenodem ist so geil. Die Waffe hier. Genauso wie die Waffe hier. Die Pistole. Ist irgendwie so eine meiner Favoritenwaffen. Drachenodem. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Und hier unten ist eine Höhle, da gehen wir mal rein. So, gibt es denn hier noch was? Was mir irgendwie helfen könnte? Ja, komm. Nehmen wir dich mit. Schade, ich will Malachit. Ich will mehr. Mehr Malachit ist immer was Feines. Na gut, ich meine, ich bin sowieso... Gegner, geht mal bitte ganz kurz weg. Ich bin sowieso bald nicht mehr so... Ja. Der unbedingt Malachit braucht. Weil ich brauche eher so dieses Schattensplitter-Gedönselzeug zum Waffen herstellen. Dann nur nicht mehr Malachit. Das bringt dann eigentlich so gut wie gar nichts mehr mir. Wenn ich die Waffen so auf hohe Levels habe. Da brauchst du ja dann eh Obsidian, etc. So, den Atlas haben wir gefunden. Ja, okay. Okay, Schmoke. Gut zu wissen. Hier liegt noch ein bisschen Munition, so.
Wir konnten ein paar Schrotpatronen mitnehmen. Ja, passt. Passt doch, passt doch. Oh, hier haben wir noch ein Geschenk. Danke. Obwohl ich noch nicht mal wieder Geburtstag habe, bekomme ich einfach ein Geschenk. Das war einfach schon mein Geburtstagsgeschenk. Denn das Spiel denkt, ich habe heute Geburtstag. In Wirklichkeit habe ich ja erst am 30. Dezember Geburtstag. Und hier drinnen ist auch noch jemand. Könntest du bitte aufhören mit diesen seltsamen Geräuschen? Sind das Paarungsgeräusche? Ich hoffe nicht. Vor solchen Geräuschen habe ich immer Angst. Das ist Hitze euch dann immer. Hallo? Hallo? Wo sind Sie? Herr Klausi! Hey, unsere Festung wird beschädigt. Sind Sie hier? Oh, hallo. Wie geht es Ihnen? Gut? Ja, mir geht's auch gut. Wollen wir zusammen in die Küche? Ja, komm. Komm, lass uns mal den Kühlschrank schauen, was es heute so gibt. Hallo, komm mit. Na los. So, was gibt's denn heute so zum Essen? Okay, leichte Patronen. Hm, die schmecken gut. Nicht irgendwie was zum Essen hier. Hallo, hör doch auf. Ich kann auch nichts dafür, wenn hier nichts zu essen ist. Tut mir leid. Ja, gut. Ich empfinde deinen Schmerz auch mit, aber ich kann da leider nichts machen. Das Einzige, was ich dir zum Essen anbieten kann, ist vielleicht Drachenodem ins Gesicht. Mund auf. Ah. Ah. Gut. Na gut. Das A, das passt wohl eher zu einem Zahnarzt. Na gut, ich bin einmal die gute Dame, die hier rumläuft, die die Menschen füttert. Oder besser gesagt, die Hüllen. Und gleichzeitig bin ich auch ein Zahnarzt. Ach, da kann das Leben einfach nicht schöner sein. Nicht wahr, mein kleines Grinsebäckchen? Weg mit dir. Ich liebe das kleine Grinsebäckchen. Ja, auch. Ich hoffe doch. So, aber langsam sollten wir auch mal den Atlas platzieren. Was war das denn? Was war das? Kommt hier ein Dämon. Wer würde ich gerne Hallo sagen wollen? Halt, 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 halt. Hier was nachschauen kurz. Komm, gib mir Malachit. Nein, es gibt mir kein Malachit. Schade. So. Hm, wie viele Schrauben haben wir denn? Dann werfen wir kurz was weg, damit wir hier noch die Schrauben mitnehmen können. Okay, ja, Schrauben haben wir ganz gut was. Also, darum muss ich mir keine Sorgen machen, aber eher so um unbearbeitetes Mineralpulver. Das brauche ich unbedingt mehr. Davon brauche ich auf jeden Fall mehr. So. Das bekommt man vom Zerstören von Steinen. Ja, dafür müsste ich halt Steine zerstören. Das mache ich aber so gut wie gar nicht mehr mittlerweile. Für was brauche ich denn schon dieses Mineralpulver? Ja, für Fallen. Für Waffen brauche ich das, glaube ich, schon lange nicht mehr. So, hier liegt noch ein Stein. Komm, gib mir Mineralpulver, kein Roherz. Mir kommt das manchmal so vor, als ob hier Mineralpulver irgendwie selten wäre. Sehr selten. Obwohl du Steine fast überall siehst. Außer halt in den Stadtgebieten.
Oder das Spiel will einfach nicht, dass ich Mineralpulver bekomme. Das kann jetzt natürlich auch sein. Was ich ja zum Beispiel auch gerne will, außer jetzt so Mineralpulver, ich möchte unbedingt mehr Zeug von diesem Zeug, was ich hier so habe. Obsidian, Sonnenstrahl, Breitkorerz, Schattensplitterkristalle zum Beispiel. Davon habe ich 108. Ich hätte gerne einen kompletten Stack voll. Das fände ich ganz angenehm. Oder hier, glatte Mechanikteile bräuchte ich auch noch. Aber ich würde sagen, Schattensplitter haben wir ja ganz ordentlich. Am wichtigsten wäre halt ja jetzt erstmal so Brightcore-Erz und Sonnenstrahl. Kristall. Das Zeug müsste ich auftreiben mehr. Malachit mache ich mir keine Sorgen. Silber, geht so. Aber hier so, dieses Zeug, dieses vielleicht auch noch. Oder diese Teile wie effiziente Mechanikteile, glatte Mechanikteile. Davon brauche ich jede Menge noch. Jede Menge einfach. Das heißt, looten, looten, looten. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Und wir wissen alle, looten ist wichtig. Das Motto ist, looten und leveln. Okay, hier ist der Atlas drin. Nur aus Stein hat er gebaut. Ja, wenn dann craten wir wenigstens den Stein hier nochmal ab. Weil ich hätte eigentlich aus Metall gebaut. So. Gut. Was machst du schon wieder hier? Was machen die für ein Elend? Wenn die jetzt starten. Ja, na gut, wundern würde es mich sowieso nicht mehr. Wenn die jetzt starten würden. Und so erstmal hier alles dicht machen. Zack. Was macht er? Wunderschön. Was du hier machst. Einfach wunderschön. Das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ja, jetzt weiß ich, was er vorhat. So einen Gang mit Fallen. Wahrscheinlich. Warum kann ich das hier nicht bearbeiten? Jetzt. So. So bleibt das. Es bleibt alles genau so, wie es war. Okay. Wunderschön. Hier gehe ich immer nachts spazieren. Das ist einfach die wahre Kunst, was wir hier sehen. Es wäre zwar rein taktisch schlauer, wenn man hier noch die Wand richtig machen würde und dann eine Falle ran machen würde, aber okay. Aber im Allgemeinen wundert es mich nicht. Wie die Leute hier schon wieder so spielen, das sagt einfach schon vieles aus. Ich muss halt sagen, ich finde es schade, so wie die Rettet die Welt Community ist, hier bei Fortnite. Zwar nicht alle sind so, aber es gibt sehr viele. Es gibt so viele Spieler, die nicht wissen so richtig, was sie machen sollen. Oder die dann irgendwelchen Scheiß bauen. Klar, die Gegner laufen jetzt nur durch diesen Gang. So hatte er es sich ja vorgestellt, der Typ.
Aber man sollte auch noch solche Sachen hier betrachten. Hier können die auch einfach drüber laufen. Wenn die hier so lang spazieren, so, dann hätten die jetzt hier drüber können. Der ist das beste Beispiel. Weil nicht jeder geht doch unten lang. Aber nun gut. Es bringt nichts, wenn ich mich jetzt hier aufrege oder so. So, Nebelmonster 41 von 50. Stimmt, wir haben ja noch diese Mission. 9 Stück fehlen uns noch. Jetzt noch 8. An die Mission habe ich schon gar nicht mehr so gedacht. So, der Sturm ändert seine Richtung. Gut, jetzt kommen sie von hier. Schnell. So. Oh, wie habe ich den da gerade gehört? Ich war kein Bär. Du warst ein Bär. Mein kleiner Hausbär. Und zusammen waren wir die Bärenbrüder damals. Okay, die Wandreihe lässt sich echt gut verteidigen eigentlich. So, das Loch muss gestopft werden. Das ist meine Regel jede Nacht. Also hier in Fortnite, das Loch. So. Was, wie heißt der hier? Der Schau hier. Achso. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade, der heißt der Clown. Ich wollte schon sagen. Oh, was liegt denn hier vorne für ein Teil? Ach komm, einfach mal eintüten. Wenn das einfach so rumliegt. Lebe wohl. Ich war ein Bär. Und weißt du, was ich war? Ich war eine Katze. Ich war eine kleine Katze. Du bist kein Bär. Ja, ich will auch kein Bär sein. Ich will eine Katze sein. Und ich bin auch eine Katze. Weißt du? Miau. Miau. Weg mit euch. So, gut. Da die jetzt eh nicht mehr durchkommen, noch ein bisschen Holz sammeln. Und einfach noch ein paar Steine zerkloppen, wenn hier noch welche wären. Ja, hier vorne zum Beispiel. Die kommen eh nicht mehr durch, von daher. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Ich habe gerade verstanden von der Ray. Sehr gut gemacht, Key. Anstatt Team. Sehr gut. Jetzt bekomme ich es schon mit den Ohren. Es fängt an. Bald kommt das Hörgerät. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war es das hier an dieser Stelle wieder mit dem Video. Wem das Video gefallen hat, der kann sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben und mich auch sehr gerne weiterempfehlen. Das war's, haut rein und tschüss.